Es gibt einen neuen Refiners, ein Glen Turret, 9 Jahre alt. Und was das Ding kann, das schauen wir uns am Intro genauer an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder unabhängig abgefüllt unterwegs. Hab für euch einen Glen Turret, 9 Jahre alt, von den Refiners, also von Fine Guys aus Mömbris. Das sind die nämlich, die stecken dahinter. Ist eine nagelneue Abfüllung, gibt nur 61 Flaschen und ich sag schon mal vielen Dank an Feingeist, die mir die Bulle zugeschickt haben. Ich hatte auf einmal Post und da war die Bulle drin. Also vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Ich freue mich immer sehr darüber, denn ich bin ja schon ein bisschen Refiners-Fan, weil ich bin da so seit Anfang an irgendwie mit dabei und fand die Abfüllung bis jetzt eigentlich immer ganz cool. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Also nochmal vielen Dank nach Mömbris. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum die Bulle schon offen ist. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das Video eigentlich gerade schon angefangen habe zu drehen, dann die Kamera abgeschmiert ist, die ganze Aufnahme gelöscht worden ist und ja, die Buddel war halt schon offen. So, deswegen, mein Glas ist hier schon eingeschenkt. Ich erzähle euch aber trotzdem noch ein bisschen was zu der Abfüllung. Wir haben hier 58,5%, wie gesagt, gibt nur 61 Flaschen und der Glen Turret ist von 2013, wurde bis Dezember 2021 in Ex-Bourbon-Fässern gelagert, kam dann nach Deutschland, denn das ist so das Grundprinzip von den Refiners, nämlich wir nehmen schottischen Whisky und finishen ihn in Deutschland. Dann kam der im Dezember 2021, kam der nochmal in Podcast hier in Deutschland und wurde dann im Februar 2023 quasi abgefüllt. Preislich haben wir für die 07 Buddel 79,99 Euro, also so der Durchschnittskurs momentan für solche Abfüllungen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und Glen Turret, ich habe halt gerade schon beim Einschenken gemerkt, da ist ein bisschen Rauch drin. Da war ich ein bisschen überrascht, weil es steht halt nicht drauf, dass es Peated Glen Turret ist, weil auf der Buddel, könnt ihr mal gucken, hier steht halt nur, dass es ein Glen Turret ist. Und Glen Turret ist für mich jetzt nicht immer automatisch Peated. Also ich überlege gerade, aber die Peated, das steht ja dann nicht immer eigentlich dann immer mit drauf, wenn die rauchig sind. Naja, ist auf jeden Fall Rauch drin, das riecht man schon beim Einschenken, deswegen bin ich sehr gespannt darauf und ich würde sagen, wir halten mal die Nase rein, los geht's, Kinders. Also, der hat schon so eine dezente Rauchnote ist das schon. Vielleicht sogar so ein bisschen mehr als dezent. Also der Rauch zieht sich schon so durch, aber es ist nicht so wie so ein Eilerrauch, wo du sagen würdest, ja, sehr krass maritim, der ist voll auf die Fresse, sondern der ist so gediegener Rauch. So dezent eben im Hintergrund, da wabert der so ein bisschen mit sich rum. Das ist so der Rauch, den ich hier habe. Aber schön so ein bisschen mit Schinken, mit Bacon und dazu eine schöne Zitrusnote. Also schon so, eigentlich ist das schon ein bisschen vergleichbar mit Eiler, aber halt nicht so komplett auf die Fresse Rauch, sondern wirklich dezent. Ne? Sehr vanillig vor allen Dingen. Also die Vanille zieht sich voll durch. Ich habe auch noch so eine leicht grüne Note. Ich überlege gerade, ob das eher so was vom Holz ist, oder ich denke, muss auch gerade so an diese, wenn du im Blumenladen diese frisch abgeschnittenen Blumen halt hast, die binden dir dadurch einen Strauß und du stehst da daneben und kriegst das so mit, so, und dann finde ich, riecht das auch so krass danach. Also eine leicht grüne Note auf jeden Fall, aber ich finde zumindest in der Nase nichts vom Port. Also das Portfass war vielleicht eher ein Portfass, was nicht so viel gearbeitet hat. Aber es ist so wirklich eine rauchige, vanillige Note. Dazu wirklich so ein bisschen Schinken, Bacon, bisschen Zitrus und diese leicht grüne Note halt. Bisschen mentholig in der Nase, bisschen frisch. Aber hey, finde ich auf jeden Fall schon mal besser als die Peat Smoked Varianten von Glen Turret, die ich bisher im Glas hatte. Naja, ich würde sagen, wir probieren mal einen Schluck. Also, Sláinte, Kinnas.
Ich finde ihn sehr vanillig. Also, der hat eine schöne Rauchnote, der schmeckt wirklich süffig. Also, ich finde, der ist mit 58,5% gefährlich süffig sogar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so viel vom Portfass hat der auf jeden Fall nicht mitbekommen. Das ist eher so, ich würde sagen, so ein dezenter Hauch Port mit dabei. Also, man merkt so, dass der hinten raus hat der so eine Erdbeer-Vanille-Note. Da muss ich die ganze Zeit an diese Erdbeer-Vanille-Bonbons denken, hier von Campino. Aber sonst ist für mich eher so diese vanillige, rauchige, dezent süße Note, die echt lecker ist. Also der schmeckt richtig gut. Und wie gesagt, dieses gefährlich süffige, was da einfach noch bei ist. Also wenn du so auf so einen, nicht auf übertriebenen Rauch im Whisky stehst, sondern auf so einen eher zurückhaltenderen, dezenteren Rauch, dann ist der schon ganz gut. Also der hat auf jeden Fall mehr Rauch als so ein Ardmore Legacy jetzt zum Beispiel. Das ist also, wäre jetzt für mich nicht lightly peated. Also der hat ja schon zu viel für, meiner Meinung nach. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt dran riechst, hast du noch so eine krasse Honignote. So, die legt sich noch so ein bisschen so darüber. So ein bisschen dieser Wabenhonig, ne? So ein bisschen wachsig halt noch dabei. Ich probiere nochmal einen Schluck. Ja, also ich sag mal, auf dem zweiten Schluck kriege ich mehr von dieser erdbeerigen Vanille-Creme-Note. Da finde ich, ist es eher ein leichter Dessert oder ein leichtes Dessert mit so einem Rauchmoment einfach drin. Ja, macht nichts falsch. Also ich finde ihn echt gut. Aber irgendwie stört mich so ein bisschen, dass ich nicht so viel von dem Portfass habe. Also ich finde, das ist ein leckerer Whisky. Aber ich habe vielleicht mehr Port erwartet. Ich probiere einfach nochmal einen Schluck. Also sonst habe ich bei Portreifung immer so Marzipan-Moment noch und dann irgendwie so sehr Erdbeeren, Kirschen, irgendwie sowas. Das ist eher so, ich habe wirklich nur Erdbeeren, ich habe diese Vanillenote, ich habe diesen Rauch, diese Süße. Das ist insgesamt als Kombi super lecker, aber trotzdem fehlt mir noch so ein bisschen so dieser Port-Einfluss. Aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Das Ding ist auf jeden Fall lecker, schmeckt gut, kriegt von mir 4 Daumen hoch. Kann man auf jeden Fall zugreifen, wenn man Bock drauf hat. Einfach mitnehmen. Wie gesagt, 61 Buddels ist relativ schnell weg. Ich finde, das ist für mich ein sehr leckerer Glenturret. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele Glenturret im Glas gehabt. Also noch nicht so viele sehr leckere Glenturret im Glas gehabt, sagen wir es mal so. Die waren eher so durchwachsen. Und das ist für mich einer der besseren, die ich jetzt hier schon im Glas habe. Definitiv. Naja, vielleicht habt ihr die Buddel selber ja schon bestellt, habt ihr die zu Hause, vielleicht habt ihr ein Sample gekriegt, ich weiß es nicht. Schreibt mal gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, würde mich selber Feedback freuen. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und direkt hier unten drunter könnt ihr mich auch noch supporten als Kanalmitglied bei Patreon, bei Ko-fi oder direkt bei YouTube. Supportet mich, kommt ein bisschen Kohle rein, ich kann Strom bezahlen, Technik, Software etc., und ihr kriegt ein paar geile Videos. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.